Den Klimawandel zu bremsen, ist eine Aufgabe, vor der sich niemand mehr wegducken kann. Ich bitte Sie also, bleiben Sie dran an dem Thema, sprechen Sie mit Ihren Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen und engagieren Sie sich weiter. Was mich besonders beeindruckte, war, dass die Teilnehmer nicht unterschiedlicher hätten sein können. Dass unsere Ideen, die Ideen der normalen Bürger, wertvoller sein können, als man glaubt. Also was ist die beste Zukunft, von der Sie denken, das könnte passieren? Und warum wir diese Frage haben, liegt eigentlich auf der Hand, weil wir eine ganze Menge von Zukunftsproblemen haben. Der Globus ist fast überall rot. Er hat sich fast überall erwärmt. Sogenannte Jahrhunderthochwasser finden eigentlich jetzt schon fast regelmäßig statt. Überflutungen, Hurrikane, all das wird eben sehr viel stark zunehmen. Und da müssen wir sehr schnell sehr viel tun. Und deswegen ist es wichtig, da zu handeln. Also auf gute Luft zu verzichten, auf intakte Umwelt zu verzichten, war für mich eigentlich schon immer die schlimmste Vorstellung. Alemania es uno de los principales consumidores del carbón colombiano. Wir brauchen eine Verkehrswende, aber wir brauchen vor allen Dingen auch eine Verkehrswende für alle. Aber wir dürfen das nicht auf den Schultern der Armen und nicht zu Wohlhabenden machen. Aber wenn alle machen, was sie können, dann kann da was Gutes draus entstehen. Bundesregierung, Bundestag und Parteien sollten deshalb die Empfehlungen des Bürgerrats nicht nur entgegennehmen. Die Empfehlungen können dabei helfen, das als notwendig Erkannte dann auch durchzusetzen. Ich sehe darin auch eine Verpflichtung für die Politik.